Die Zuiderzee war eine flache, nur 4 Meter bis 5 Meter tiefe Meeresbucht der Nordsee, größtenteils auf dem Gebiet des heutigen Eiselmeers, im Nordwesten der heutigen Niederlande. Der Name bedeutet südliche See im Gegensatz zur Nordsee. Durch Eindeichung sind daraus das heutige Eiselmeer sowie einige andere Binnenseen entstanden. Aus der Zuiderzee wurde faktisch am 28. Mai 1932 um 13.02 Uhr durch Schließen des letzten Tores des Deiches zum Eiselmeer. Das Eiselmeer. Das IJ ist im Niederländischen eine Ligatur und wird als Ei ausgesprochen. Er ist der größte See der Niederlande. Das Eiselmeer und das Markermeer sind also gewaltige Süßwasserseen in den Niederlanden und kein Meer, wie oft fälschlicherweise angenommen wird. Die beiden Seen sind weitestgehend eingedämmt und haben weder Ebbe noch Flut. Rund um Marker und Eiselmeer gibt es zahlreiche kleine Städte mit Sehenswürdigkeiten. Die Orte rund um die Küste des Binnengewässers sind zwar weitestgehend unbekannt. Diese entfalten jedoch einen ganz eigenen Charme mit ihren oft malerischen Fachwerkhäusern aus früheren Jahrhunderten, meist im friesischen Baustil. Mitten auf dem Damm ist dann ein Parkplatz etwas außerhalb der Straße. Auch andere Verkehrsteilnehmer rasten hier und schauen sich um. Auf dem Damm selbst herrscht reger Güterverkehr. Linker Hand ist das Markermeer und rechter Hand das Eiselmeer. Das zweitere ist natürlich viel größer. Wasser bis zum Horizont. Ein paar Graugänse ziehen hier ihren Nachwuchs auf. Ein Silberreiher auf der Jagd. Wie überall an großen Gewässern ist der Wind permanent präsent. Zeit, den Parkplatz wieder zu verlassen und in Richtung Lillestad zu fahren. Diese Stadt wurde erst 1967 gegründet. Es wurde auf einem Polder, das heißt dem Meer abgewonnenem Land, gebaut. Das Gebiet fiel erst 1957 trocken. Heute liegt Lillestad knapp 5 Meter unter dem Meeresspiegel. Der 25 Meter hohe eiserne Riese von Lillestad hockt im Wasser am Deich und schaut über das Eiselmeer. Er heißt Exposur, die Lillestädter aber nennen ihn der kackende Mann. Die stählerne Konstruktion besteht aus 1782 Knotenpunkten. Das Gewicht ist mehr als 44.000 Kilo. Die Batavia war ein Segelschiff der niederländischen Ostindien-Kompanie. Es lief 1629 auf seiner ersten Reise vor Australien auf ein Riff und sank. Unter den Überlebenden des Schiffsbruchs kam es zur Meuterei und Massakern. Ein Nachbau des Schiffs wurde 1985 bis 1995 auf der Batavia-Werft in Lillestad gefertigt. Dieser ist eine möglichst genaue Kopie des ursprünglichen Schiffs. Im 17. Jahrhundert wurden im Schiffbau allerdings noch keine Zeichnungen verwendet. Durch die kurze Lebensdauer des Schiffes sind zudem nur wenige Abbildungen vorhanden. Die Details des Nachbaus wurden daher mit Hilfe archäologischer Forschungsergebnisse und nach historischen Beschreibungen ähnlicher Schiffe dieser Zeit ergänzt.
Beim Bau des Schiffes, an dem viele Auszubildende beteiligt waren, wurden aufgrund der praktischen Umsetzung neue Erkenntnisse in verschiedenen alten Handwerkstechniken gewonnen. Anlässlich der Olympischen Spiele in Australien erreichte der Nachbau im Jahre 2000 den Hafen von Sydney. Obwohl die neue Batavia segelfähig ist, wurde diese Fahrt im Schlepp durchgeführt. Weiter geht die Fahrt zu der Ortschaft Lemmer. Der Camping dort ist vor allem für Dauercamper ausgelegt. Die Wege sind sehr schmal und daher sehr schwierig zu befahren. Das Wohnmobil steht direkt hinter dem Damm. Also Klappfahrräder aufbauen und los geht's über den Damm in Richtung des hohen Schornsteins. Auf dem Damm selbst ist nicht viel los. Der ständige Wind bläst ein paar Windmühlen im Hintergrund an. Das Wudergemal ist das größte und einzige noch arbeitende Dampfschöpfwerk der Welt. In den Jahren 1917 und 1918 wurde der Bau errichtet und am 7. Oktober 1920 eingeweiht und ging erstmals in Betrieb. 8 Zentrifugalpumpen sorgten dafür, dass 4000 Fuder pro Minute an Wasser ins Eiselmeer gepumpt werden konnten. Das sind um die 40.000 Badewannen. Das Dampfpumpwerk Wuda bildete aber viele Jahre das Modell für weitere Anlagen in aller Welt, eine Art Standard für Dampfpumpenwerke. Es ist das größte Dampfpumpenwerk geblieben und ist das einzige, das heute noch in Betrieb ist. Nicht nur die Technik, auch die Architektur der Anlage im Stil der expressionistischen Amsterdamer Schule gilt als vorbildlich. 1998 wurde das Schöpfwerk Wuda von der UNESCO zum Weltkulturerbe ernannt. Der Eintritt kostet 8 Euro pro Nase. Dass man im Inneren nicht filmen darf, erfährt man aber erst, wenn der Eintritt bezahlt ist. Nun, was man im Inneren sieht, ist ein Haufen Maschinen, die nicht laufen und eine schlecht erklärte Führung. Ein Film, der die Arbeiten der Anlage zeigt, wertet das Ganze auch nicht sonderlich auf. Die 8 Euro sind definitiv zum Fenster rausgeschmissen worden. Man kann da nur abraten. Lemmer war ein Dilemma. Zeit, diesen Ort zu verlassen. Die Königsallee, wie Pascal die schmale Zugangsstraße nannte, war definitiv sehr schmal. Mit knapper Not passten die Außenspiegel durch. Auch diese Hürde war geschafft und weiter in Richtung Alkmaar, wo ein besonderes Highlight auf die beiden wartet. Doch zuvor führt die Strecke zum Abschlussdeich. Der 32 Kilometer lange Afsluitdijk, wie er in Niederländisch heißt, wurde in dem Zeitraum 1927 bis 1933 gebaut. Er ist ein wichtiger Bauteil der Zuiderzeewerken und verbindet die Provinzen Friesland und Nordholland. Darüber hinaus verwandelte dieser Deich die salzige Zuiderzee in das süße Eiselmeer. Links das Eiselmeer mit Süßwasser und rechts die Nordsee mit Salzwasser. Heutzutage dient der Afsluitdijk nicht nur als Schutz gegen Überschwemmungen. Er ist auch eine Autobahn, die täglich von tausenden Menschen genutzt wird. An manchen Stellen dieser Autobahn sind Ausfahrten, wo man dann den Deich bestaunen kann. Einige Wohnmobilisten machten an diesen Plätzen Wildcamping. Das ist aber in den Niederlanden dringend abzuraten und kann sehr teuer werden, wenn die Polizei kommt. Dieser Platz liegt zur Seite der Nordsee. Da es sehr stark bewölkt ist an diesem Tag, werden die Bilder der Boote leider sehr grau. Aber man kann sich eben das Wetter nicht immer aussuchen. Ein Überbleibsel des Atlantikwalds von 1945. Überall an der Nordseeküste sind diese Relikte aus vergangenen Tagen noch präsent. Nach der Pause weiter über den Abschlussdeich in Richtung des westlichen Sperrwerkes.
Nach ca. 60 Kilometern sind die beiden in Alkmaar angekommen. Dies ist die letzte Station auf der einwöchigen Reise der beiden. In Alkmaar ist nur ein einziger Campingplatz. Und der ist sehr gut besetzt am Pfingstwochenende. Mit Glück ergattern die beiden einen der letzten freien Plätze. Der Platz selbst ist ein im Grünen gelegener Camping von ca. 2,8 Hektar. Alle Plätze sind durch Hecken abgetrennt. Es ist eine hervorragende Ausgangsbasis für Ausflüge verschiedenster Art. Also die Fahrräder ausgepackt und ab in die Innenstadt. Zuerst aber noch eine Ehrenrunde über den Campingplatz. Bis in die Altstadt sind es rund 4 Kilometer zu fahren. Das stellt aber kein Problem dar, denn das Gelände ist sehr flach. Wie man sieht, sind die Niederlande schlicht das Land der Radfahrer. Damit man auf den vielen Radwegen überlebt, gilt es nicht zu zögern und sich dem Strom anzupassen. Wer bremst, verliert. Bei jedem Spaziergang zu Fuß heißt es aber, pass op, sonst wird man schnell von einem Radfahrer über den Haufen gefahren. Alkmaar ist bekannt als die Käsestadt der Niederlande, aber dieser Titel deckt nur einen Teil dessen ab, was die bezaubernde Stadt in der Provinz Nordholland zu bieten hat. Hier befindet sich auch ein herrliches historisches Zentrum mit zahlreichen Baudenkmälern, netten Einkaufsstraßen und unzähligen gemütlichen Terrassencafés. In jeder Stadt, wo die Krachten sind, machen Michelin und Pascal eine Bootstour, soweit diese Boote kein Dach haben wegen den Aufnahmen. Es gibt Grachtenrundfahrten und es gibt Grachtenerlebnisrundfahrten. Die Dauer beträgt 45 Minuten mit einer Live-Moderation. Die Erklärungen sind in mehreren Sprachen sowie Angaben über die Kaufmannshäuser, religiöse Gebäude und der Geschichte von Alkmaar. Diese Fahrt in der Altstadt von Alkmaar ist sehr speziell. Warum? Das sehen wir noch später. Auf der halben Strecke ist die Windmühle von Piet. Eine typisch holländische Stadtmühle, die im Jahre 1769 aus Stein hoch und schlank erbaut wurde. Über 4 Generationen betrieb die Familie Piet die Mühle. Sie wird auch heute noch von Mitgliedern dieser Familie gewartet. Bis zu ihrer Stilllegung 1993 malte sie noch Korn. Heute gehört sie der Alkmaarer Gemeindeverwaltung. Durch Stadtratbeschluss wurde das alte Zentrum zur verkehrsberuhigten Zone erklärt, sodass Korn- und Mehltransporte nicht mehr erlaubt waren. Die Mühle malt seitdem nur noch «For de Prins», für den Prinzen, also ohne Korn. Die Besonderheit der Bootstour ist, die Fahrt führt unter 22 niedrigen Brücken hindurch und einige der Brücken sind sehr tief. Das ist dann jedes Mal eine Tortur für sich. Kopf einziehen und filmen ist eben manchmal nicht ganz so einfach. Bei solchen Abenteuern merkt man erst richtig, wie alt man eigentlich ist. Nach 22 Brücken und gefühlten 50 ist die Grachtentour zu Ende und wieder zurück an den Käsemarkt. Der Käsemarkt ist Mittelpunkt der Stadt. Interessant sind die Häuser um den Platz. Das holländische Käsemuseum befindet sich direkt am Marktplatz im ehemaligen Waaggebäude der Stadtwaage. Es beschreibt die Geschichte der Produktion von Milcherzeugnissen durch den Lauf der Jahrhunderte in Verbindung mit dem damit verbundenen Handel und den Lebensumständen der Landbevölkerung. Schon das Museumsgebäude selbst ist ein Besuch wert.
Er stammt aus dem 14. Jahrhundert und ist innen und außen größtenteils noch original erhalten. Unter dem historischen Dachstuhl in der ersten Etage ist ein Teil der Sammlung untergebracht. Zeit, sich eine Pause zu gönnen in einem dieser urigen Bistros. Man beachte das Bild im Hintergrund. Ebenfalls ist die Decke nicht zu verschmähen. Ein Sammelsurium von Gegenständen. Nach der Stärkung weiter durch die Gassen. Endlich haben die beiden Frau Antje aus Holland gefunden. Das ist die, die den Käse herstellt und verkauft. Ein farbiges Ebenbild ist an einer Fassade. Ein besonderes Highlight in Alkmaar ist der wöchentliche Käsemarkt, der jeden Freitag zwischen dem 31.03. und dem 29.09. stattfindet. Der Markt fand schon immer auf dem Wagplein statt, welcher mehrmals erweitert wurde. Der Markt wird sogar auf einem großen Monitor auf dem Platz übertragen. In nur zwei Jahrhunderten wurde der Platz sage und schreibe 8-mal vergrößert, bis er seine heutige Fläche erhielt. Ein Zeichen für die große Bedeutung, die der Käsehandel für die Stadt hatte. Im 17. Jahrhundert wurde zwischen Mai und Allerheiligen am Freitag und Samstag mit Käse gehandelt. Im 18. Jahrhundert sogar 4 Tage pro Woche. Vor dem offiziellen Start jeden Freitag geht jedoch jede Menge Arbeit voraus. Sogenannte Setzer beginnen in aller Frühe ab 7 Uhr mit dem Stapeln der Käse. Im Jahre 1365 besitzt die Stadt bereits eine Käsewaage. 1612 sind es schon 4. Die Käseträgergilde wird ab 1619 in den Archiven erwähnt. Das Jahr 1593 gilt jedoch als das Jahr, in dem der erste Käsemarkt abgehalten wurde. Für die Besucher des Käsemarktes beginnt das Spektakel um 10 Uhr. Nach einem langen Klingelton beginnt die Show. Sobald der Markt eröffnet ist, machen sich die Beschauer und Händler an die Arbeit. Sie prüfen die Käse. Das Prüfen der Käse beschränkt sich nicht allein auf das Aussehen. Der Käse wird abgeklopft und mit einem speziellen Käsebohrer wird eine Probe entnommen. Diese wird zwischen den Fingern zerrieben, es wird daran gerochen und natürlich auch gekostet. Auf diese Art werden der Geschmack sowie das Verhältnis zwischen Fett- und Wasseranteil beurteilt. Die Verhandlung über den Kilopreis geschieht auch heute noch per Handschlag. Nachdem der Kauf vereinbart ist, wird der verkaufte Käse von den Käseträgern auf eine Tragbare zum Wiegen ins Wagenhaus gebracht. Die Gilde der Käseträger besteht aus 4 Körperschaften, den sogenannten Vemen. Jede dieser Körperschaften hat ihre eigene Farbe, rot, grün, blau und gelb. Sie besteht aus 6 Käseträgern sowie einem Taschenmann. Die Farben sind jeweils am Strohhut der Käseträger, an ihrer Schleife und an der Farbe der Tragbare zu erkennen. Die Aufgabe der Käsemädchen ist es, für den Käse und den Käsemarkt Werbung zu machen. Ab 1961 hörte das Käsmeißje in Deutschland auf den Namen Frau Antje. Seither ist Frau Antje zu einer prominenten Person geworden, die in Werbekampagnen und auf wichtigen Veranstaltungen erscheint. Wenn der Käse, das holländische Gold, verkauft und gewogen ist, tragen die Käseträger die Laibe über den Markt zu den Wagen der Käufer. Der Käse wird dabei auf der hölzernen Tragbare transportiert, die zwischen den Käseträgern hängt und auf der jeweils ca. 8 Laibe Gouda von je 13,5 Kilogramm liegen.
Das Gehen mit einer 25 Kilogramm schweren Bahre, die um die 130 Kilogramm wiegt, will durchaus geübt sein. Die Käseträger haben dafür einen speziellen Trippelschritt. Das ist ein einstudierter Gehrhythmus, der das Tragen erleichtert. Sie vermeiden gewissermaßen den Gleichschritt, da die Tragbahre so am ruhigsten hängt. Spätestens um 12.30 Uhr ist der gesamte Platz wieder käsefrei. Alkmaar hat aber noch mehr wie nur Käse zu bieten. Die historische Innenstadt hat mit seinen Kanälen, Zugbrücken, Kirchen, Kaufmannshäusern, historischen Verteidigungsanlagen, Mühlen, malerischen Sträßchen, Innenhöfen und Fassaden einen Dekor, der dieser Stadt eine ganz besondere Stimmung gibt. Die 8 Tage sind mal wieder viel zu schnell vorbei. Zeit, wieder nach Hause zu fahren und den nächsten Ausflug zu organisieren.